Das Verschweißen von Kunststoffdachbahnen erfordert Sorgfalt, das richtige Werkzeug und eine gute Vorbereitung. Mein Name ist Tina Blersch und in diesem Video zeige ich euch, was bei der Verlegung von neuen Kunststoffdachbahnen zu beachten ist und wie die Verschweißung von Hand erfolgt. Wenn eine Kunststoffbahn auf der Baustelle verarbeitet wird, hat sie in der Regel schon Transportwege und Lagerzeiten hinter sich. Aus diesem Grund werden Bau- oder Kunststoffbahnen gut verpackt, um Beschädigungen oder auch einen unnötigen Reinigungsaufwand zu vermeiden. Bei Neuware, also frisch ausgepackten Rollen, benötigt man auf sauberen Untergründen wie zum Beispiel Holz oder kaschierte Dämmstoffe für die Flächenverschweißung keinen Nahtreiniger. Wenn es sich jedoch um einen alten, schmutzigen Untergrund handelt, wie zum Beispiel altes Bitumen oder Kunststoffbahnen, Mineralfaserdämmung oder Details, muss immer eine Nahtreinigung erfolgen. Wir beginnen mit dem Auspacken der Ware und dem Aufheizen des Heißluftschweißgerätes. Dabei unterscheiden wir im ersten Schritt zwischen mechanisch befestigten und geklebten Aufbauten. Die Verschweißung wird zwar in beiden Fällen gleich ablaufen, jedoch müssen wir zunächst die Bahn lagesicher auf dem Untergrund mit der entsprechenden Überlappung vorbereiten. Bei mechanischer Befestigung wird die Lagesicherung durch einen Metall- oder Kunststoffbefestiger gewährleistet, bei geklebten Aufbauten durch den passenden Bahnenkleber. Damit eine zügige und fachgerechte Verschweißung stattfinden kann, wird die Kunststoffbahn ausgerollt, ausgerichtet und entsprechend befestigt. Nachdem die Vorbereitungen abgeschlossen sind und der Heißluftföhn auf die erforderliche Temperatur vorgeheizt ist, können die Bahnen fachgerecht thermisch verschweißt werden. Hierzu verwenden wir ein Handschweißgerät mit gerader Düse, vorzugsweise die 40 mm breite Düse und eine geeignete Andrückrolle, um den nötigen Druck auf die zu verschweißende Fläche zu bringen. Eine Handschweißnaht besteht aus drei Arbeitsschritten: Heften, Vorschweißen, Fertigschweißen. Im ersten Schritt beginnen wir mit dem punktweisen Heften im hinteren Bereich der Überlappung. Im Anschluss erfolgt die Vorschweißnaht. Es wird ca. 50% der späteren Gesamtnahtbreite vorgeschweißt und somit eine Tasche für die Fertigschweißnaht hergestellt. Dieser Schritt ist wichtig, damit es bei der finalen Nahtverschweißung zu keinem Temperaturverlust kommt. Abschließend folgt nach dem gleichen Prinzip die fertige Verschweißung. Ein gleichmäßiges Austreten einer kleinen Schweißraube gibt Orientierung zum richtigen Andruck und ob mit der richtigen Geschwindigkeit geschweißt wird. Nachdem die Naht abgekühlt ist, prüfen wir mit Hilfe des Nahtprüfers die Dichtigkeit der Nahtkante. Mit mäßigem Druck wird geprüft, ob die Spitze des Nahtprüfers nicht hängen bleibt oder unter die Bahn eindringen kann. So ist sichergestellt, dass bis zur Nahtkante sicher verschweißt wurde. Bei der Verschweißung von neuen, verpackten Kunststoffdachbahnen, egal ob FPO oder PVC, ist eine Reinigung oder Aktivierung nicht immer nötig. Wichtig ist, dass der Heißluftföhn auf die richtige Temperatur vorgeheizt ist und alle notwendigen Arbeitsschritte eingehalten werden. So werden die Bahnen fachgerecht thermisch verschweißt. Weitere Infos findet ihr auf unserer Website und die Links zum Thema unten in der Videobeschreibung. Schaut euch zum Thema Kunststoffdachbahnen auch diese Videos an. Wir freuen uns über eure Fragen und Kommentare und natürlich auch über jeden neuen Abonnenten. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!